Servus Jungs, erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zum Einzug ins Viertelfinale. Danke. Es war ein hartes Stück Arbeit. Max, zu deinem Spiel, du hattest in deinem Einzel ja deutliche Probleme. Hat dich oder inwiefern hat dich der langsame Wurfrhythmus von Baba auch ein bisschen beeinflusst? Gar nicht mal so. Also Baba hat sein Ding gemacht und ich habe mein Ding gemacht. Und ja, also ich glaube, da muss man klarkommen. Das ist ganz normal. Jeder hat einen unterschiedlichen Wurfrhythmus. Ich war eher unzufrieden einfach mit meiner Performance, ne? Ich habe meine PS nicht auf die Strecke gekriegt und das ist extrem bitter, wenn du weißt, du kannst es so viel besser, aber du zeigst es nicht, ne? Und dann gibt es halt in dem Moment auch keinen Ausweg, sondern du musst einfach weitermachen, du musst dranbleiben. Und ja, das habe ich irgendwie getan, ging dann aber doch in die Hose und dann habe ich es im Doppel mit ein paar guten Finishes wieder gut gemacht. Gaga, bei dir war es ähnlich. Im ersten Spiel haben die Doppel auch nicht so ganz funktioniert. Auch das Scoring war nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Du sahst teilweise auch ein bisschen genervt aus. Wie behält man dann die Konzentration in so einem Spiel und vor allem auch die Motivation gegen einen Gegner, der ja so oder so kaum was zu verlieren hat? Ja gut, Motivation, die bleibt immer gleich, weil wir wollen halt hier so weit kommen, wie es geht. Und ja, man natürlich, ich glaube, man sieht es mir dann auch an, dass ich genervt bin, aber ich bin dann eigentlich auch nur genervt von mir selbst. Also ich will natürlich gut scoren, will Doppel treffen und wenn ich dann 8-mal am Doppel vorbeiwerfe und noch nicht mal knapp vorbeiwerfe, das ist natürlich dann ein bisschen ärgerlich. Jetzt nochmal zu morgen. Wie kriegt man jetzt so ein Spiel aus dem Kopf, vor allem in der Kürze der Zeit und wie gesagt mit Hinblick auf das Topspiel morgen gegen England? Schlafen gehen. Schlafen gehen, ganz simpel. Einfach vergessen, abhaken, fertig aus. Sehr gut, dann viel Erfolg morgen. Danke.